Buongiorno Scillati und hallo! Heute wieder ein Weihnachtsrezept und zwar eine Suppe. Ich werde sie persönlich als Vorspeise servieren am Heiligabend. Ist für Vegetarier und Veganer auch geeignet. Sehr einfach. Wir reden von einer Maronencremesuppe. Fangen wir an. Für dieses Rezept nehme ich vorgekochte Maronen, das sind 400 Gramm. Ein paar habe ich auf Seite gelegt für Dekozweck. Dazu kommt noch eine mehlige Kartoffel, das ist damit es das Ganze cremiger wird. Und wir fangen an wie immer mit ein Sofrito, also Zwiebel, Sellerie und Möhren. Da ich bekannterweise faul bin, werde ich die hier klein mixen. Wir werden jetzt den Sofrito in warmes Olivenöl erstmal anbraten, 4-5 Minuten. Und danach kommen die Maronen. Und in der Zeit werde ich noch die Kartoffel klein würfeln. Wenn ihr noch mehr Rezepte haben wollt, was Weihnacht angeht, nicht vergessen abonnieren, liken, Glocken aktivieren. Wir werden neue Weihnachtsrezepte den ganzen Dezember lang veröffentlichen. Und die sind alle in der Playlist Weihnacht 2020. Ich lasse jetzt die Kartoffel und die Maronen 2-3 Minuten schön anbraten und danach werde ich die mit Wasser zudecken. Nicht zu viel Wasser, sonst wird nicht cremig genug. Und ein bisschen Thymian, damit das ganze Aroma rauskommt. Wir lassen das Ganze ungefähr 20 Minuten dann köcheln. Wir sind fertig und jetzt natürlich, damit es schön cremig wird, werden wir das Ganze pürieren. Wie ihr seht, die Konsistenz ist sehr dickflüssig. Wenn ihr das ein bisschen flüssiger haben wollt, es genügt natürlich ein bisschen mehr Wasser zu benutzen. Ich mag die so. Und ich probiere die jetzt so. Dann tue ich noch eine meiner Marone. So. Um noch mehr Geschmack zu haben. Und jetzt verbrenne ich mich wie jedes Mal.
Das ist so lecker. Wie ihr seht, es ist sehr cremig, ohne dass Sahne oder Frischkäse dazu kommt. Es genügt wirklich nur, das Gemüse zu benutzen. Das Geschmack von den Marone ist sehr, sehr intensiv. Es schmilzt wirklich. Es ist so, so lecker. Und wie ihr gesehen habt, es ist super einfach zu machen. Und große Empfehlung für Weihnachten. Mal was anderes, was Besonderes. Wir sehen uns die nächsten Tage immer hier auf diesem Kanal. Bis gleich. Nee, nicht bis gleich. Bis die Tage. Mmh. Oh, das ist so geil.